Mit Olli Schulz auf einem emotionalen Roadtrip durchs Land. Ich würde in 10 Jahren gerne sagen, ich bin jetzt angekommen. Jetzt in der ARD Mediathek. Heute sind es schwere Maschinen. Früher war es Handarbeit. Seit 200 Jahren machen die Norddeutschen aus Rüben ihren Zucker. Wenn die Schornsteine der Fabriken rauchen, dann hat die Rübenkampagne begonnen. So nennen die Bauern diese Produktionszeit. Tag und Nacht läuft dann die Zuckerfabrik. Frühmorgens um 7 im kleinen Dorf Gerdau in Niedersachsen. Schweres Gerät für einen süßen Stoff. Wenn sich diese Rübenroder auf den Weg zum Acker machen, dann wird wieder Zucker gemacht. Die Firma von Peter Besenthal und seinem Bruder ist mit 5 Rodern im Einsatz. Jede dieser Maschinen kostet rund 500.000 Euro. Es ist Mitte September. In Norddeutschland hat wieder die Zuckerrübenkampagne begonnen. Das Wort Kampagne stammt aus dem Französischen und wurde im 19. Jahrhundert in die deutsche Sprache übernommen mit der Bedeutung Feldzug. Und so ähnlich ist auch die Rübenkampagne generalstabsmäßig geplant, minutiös durchgetaktet. Peter Besenthal ist heute westlich von Uelzen eingesetzt. Er beackert die Flächen alleine mit seinem Roder, holt die Rüben aus der Erde und lagert sie am Feldrand. Oft arbeitet er 12 Stunden und mehr. Ja, das Privatleben kommt jetzt recht kurz. Die Kampagne, die geht von September bis Dezember. Und da mache ich auch nichts anderes. Da fahre ich morgens los und komme abends nach Hause. 7 Tage die Woche. Die Familie zu Hause, die sieht man nur abends spät oder morgens früh. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts anderes. Diese Fläche gehört Johannes Grünhagen. Er ist 81. Fast sein ganzes Leben lang hat er bereits Zuckerrüben angebaut und geerntet. Wenn die Kampagne beginnt, ist er jedes Jahr wieder dabei. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugendzeit, dann war das noch mit sehr viel Handarbeit verbunden und auch mit sehr viel Zeit, um 1 Hektar zur Zuckerfabrik zu befördern. Schon die Bestellung des Rübenackers war früher sehr aufwendig. Bei der Aussaat waren vor dem Krieg vor allem Pferde im Einsatz. Danach mussten die Rüben gehackt und vom Unkraut befreit werden. Und weil damals noch aus jedem Samen mehrere Pflanzen wuchsen, wurden sie zudem in Handarbeit vereinzelt. Dabei hält die eine Hand die Pflanze, die stehen bleiben soll, fest, während die andere alle übrigen herauszieht. Bis zu 400 Arbeitsstunden waren noch bis nach dem Krieg nötig, um nur 1 Hektar zu hacken. Das änderte sich erst Anfang der 50er Jahre, als die ersten mechanischen Hackmaschinen aufkamen. Aber nicht jeder konnte sich diese Maschinen leisten. So sah man noch bis Anfang der 60er Jahre auch immer wieder Pferde auf dem Acker. Die Hackmaschine muss richtig eingestellt sein. Und zwar so, dass die Messer dicht an die Rüben herankommen, sie aber nicht beschädigen. Hier stimmt was nicht. Mit wenigen Handgriffen wird das Hackmesser richtig eingestellt. Jetzt ist es in Ordnung. Große Flächenleistungen werden mit der motorisierten Hackmaschine erzielt. Sie wird in erster Linie in größeren Betrieben eingesetzt.
Hier ist sehr deutlich zu erkennen, wie die Hackmesser dicht an den Rüben vorbeistreichen, ohne sie zu beschädigen. Auch chemischer Pflanzenschutz kam zum Einsatz. Die Bauern schützten sich gegen das Herbizid mit Hilfe von Atemschutzmasken. Mehr als ein halbes Jahr dauert es, bis aus der Saat eine Rübe geworden ist. In sehr heißen Sommern fällt die Ernte recht unterschiedlich aus. Durch das sonnige Wetter sind die Rüben dann sehr süß. Aber nur dort, wo die Felder beregnet werden, auch groß und dick. Bei der Nordzucker AG betreut Georg Sander die Landwirte. Moin Johannes. Moin Chance. Hallo. Na, wie sieht's aus auf deinem Feld hier? Ich bin zufrieden. Ja? Ich sage mal, wenn das Wasser nicht stimmt, dann nützt, dann hat man die Ernte natürlich auch nicht. Aber so ist das natürlich, das sind natürlich schon tolle Rüben, ne? Wenn man das so sieht hier. Boah. Peter Besenthal erntet heutzutage mehr als einen Hektar pro Stunde. Also der Rübenroder hat vorne eine Schlegelwelle, die dreht sich ganz schnell. Und dann kommt ein Gummiputzer hinterher, das ist eine zweite Welle. Die macht oben die Köpfe schön blank. Und dann kommt das Rodeschar. Das ist ein rotierendes Rodeschar, das hebt die Rübe aus dem Boden und kommt hier vorne auf den Weizengang. Und dann sammelt sich die Rübe unter der Kabine und geht hinten mit der Siebsterne und dem Elevator oben in den Bunker. Die komplette Rübenernte in einem Arbeitsgang, ohne dass sich jemand richtig körperlich anstrengen muss, das ist heute Standard. 25 Tonnen kann so ein Rübenroder pro Durchgang aufnehmen. Für Johannes Grünhagen ist das immer wieder beeindruckend, denn er hat noch erlebt, wie es früher war. Damals war der einfache Rübenheber das wichtigste Werkzeug. Ich mache mal ein bisschen Platz hier, dann hat man die früher so angefasst und rausgehoben. Es gab zwei verschiedene Erntemethoden. Zu Anfang wurden alle Rüben komplett herausgezogen, erst dann wurden die Blätter entfernt. Später ließ man die Rüben zunächst im Boden, um sie von den Blättern zu befreien. In den 20er Jahren kamen dann erste Maschinen. Ein Köpfschlitten erleichtert diese Arbeit, er spart Zeit und Arbeitskraft. Zwei jeweils mit Schleiftastern verbundene Messer schneiden die Köpfe in gleichmäßiger Höhe ab und legen sie in Fahrtrichtung. Aber auch die Blätter mussten dann noch verladen werden. Mit einem Schwadenrechen brachte der Bauer die Blätter zusammen, seine Mitarbeiter mussten sie nur noch auf den Anhänger werfen. Am Feldrand wurden die Rübenblätter damals in einer Silage zwischengelagert und später an das Vieh verfüttert. Die Pferde waren dazu da, die Silage festzutreten. Heute wird das Blatt nicht mehr geerntet. Der Roder häckselt es in kleine Stücke und arbeitet es als Dünger wieder in den Boden ein. Der erste Rübenroder wurde übrigens in Niedersachsen entwickelt, auf diesem Hof in Hohenhameln, Ortsteil Haber. Heute wohnt hier der Urenkel des Erfinders, Kurt Büttner. An diesem Tag ist sein Onkel Jürgen Redeker zu Besuch. Er hat den Ehrenvorsitzenden des Zuckerrübenverbandes Friedrich Baxmann mitgebracht. Sie wollen mehr wissen über die Pioniermaschine und ihren Erfinder. Otto Wilke hat den Roder 1932 zum Patent angemeldet. Seine Enkelin war damals dabei. Ich habe mit meinem Großvater am Schreibtisch gesessen. Er machte diese Zeichnung und ich saß dabei und durfte malen. Es war ja Krieg und es war alles verdunkelt und er hatte eine große Petroleumlampe dabei. Schmiedemeister Friedrich Bothe,
Schlosser Heinrich Maishol und weitere Handwerker aus dem Dorf haben die Ideen von Otto Wilke umgesetzt. Wie man Blatt und Rüben in einem Arbeitsgang ernten konnte. Hier sieht man nochmal den Igeltaster sehr schön, der die Rüben abtastet. Und dann den Blattkanal, in dem das Blatt transportiert wird, über das zweite Band in den Blattbunker. Und bei dem zweiten Foto sieht man, wie die gerodeten Rüben transportiert werden und in den angehängten Rübenbunker abgeladen werden. Doch bevor der Roder in Serie gehen konnte, kam der Zweite Weltkrieg. Es entstanden noch einige Versuchsmaschinen, die dann aber durch Luftangriffe zerstört wurden. Das Patent wurde versteigert nach dem Krieg als Reparationsleistung. Und dann hat es die Firma Stoll gekauft und das zur Serienreife gebracht. Man kann sich freuen daran, dass man denkt, mein Uropa hat irgendwo da den Geistesblitz gehabt, wie man einen vernünftigen Rübenroder baut, der sauberes Viehfutter produziert, letztendlich übers Rübenblatt. Und kann sich dann freuen, klar. Sein Uropa hat letztlich nichts von seiner Erfindung gehabt. Otto Wilke verstarb im Jahre 1947. Kurt Büttner ist mächtig stolz darauf, dass er in seinem Schuppen noch heute den ersten Prototypen stehen hat. Bis in die 70er Jahre wurden Rübenroder weltweit nach diesem Vorbild gebaut. Der wurde gezogen, zunächst von Pferden, später hat man auf Treckerantrieb umgestellt. Doch einfach zu handhaben war das Gerät nicht damals. War harte Arbeit und man muss heute sagen, bei der neuen Technik, wo heute unsere Nachkommen mitarbeiten, wenn unsere Nachkommen zu der Zeit wie wir und müssten das noch so machen, wie wir es gelernt haben, dann würde von den jungen Leuten keiner mehr Bauer werden. Vor allem die Zeit bis zur ersten Vollerntemaschine war sehr kräftezehrend. Es gab viele Ideen, die Rüben aus dem Boden zu holen. Die geköpften Rüben können mit einem Pflug gerodet werden, der mit einem Rodekörper ausgerüstet ist. Werden die Rüben mit einem Pflug gerodet, haftet meist viel Erde an ihnen. Zur Nachreinigung werden sie mit einem Unkrautstriegel abgeeckt. Die abgeeckten Rüben werden zusammengeworfen und dabei die anhaftende Erde abgeklopft. Jürgen Redeker, der Onkel von Kurt Büttner, erinnert sich noch gut an diese Arbeit. Ja gut, der Mann war schon abgeschlappt, ne? Auch die Stunden, die man gemacht hat. Ja, morgens hat man vorher den Stall gemacht und dann die andere Arbeit hinterher, jetzt gerade mitten in der Rübenzeit, das war schon sehr anstrengend. Nach dem Krieg kamen dann immer mehr Maschinen zum Einsatz. Doch zunächst mussten die Rüben immer noch per Hand aufgesammelt werden. Später gab es auch Roder mit Förderband, sodass die Rüben auf Anhänger verladen werden konnten. Für das Blatt aber war immer noch ein separater Arbeitsgang erforderlich, bis der erste Vollernter nach der Erfindung von Otto Wilke kam. Die Firma Stoll aus Lengede brachte ihn 1955 auf den Markt. Und in all der Zeit wurde auch die Rübe an sich weiterentwickelt. Durch immer bessere Züchtung stieg der Zuckergehalt. Viele denken, dass der meiste Zucker in der Spitze der Rübe ist, also in der kleineren Wurzel. Das ist aber nicht der Fall. Der Rübe hat im Grunde im Kern der Rübe ist der meiste Zucker und dafür muss ich diese Rübe mal aufschneiden. Und wenn wir hier uns mal die Rübe von innen ansehen, dann können wir jetzt das sehr schön sehen, wie die Rübe hier so gemasert ist. Und hier unten ist relativ geringer Zuckeranteil und hier oben im Kopf, da wo die Blätter ansetzen, hier setzen ja jetzt die Rübenblätter an,
Da ist auch ein relativ geringer Zuckeranteil, aber im Kern der Rübe ist die größte Konzentration an Zucker. Dass aus Rüben überhaupt Zucker gewonnen werden kann, das hat der Deutsche Andreas Sigismund Markgraf im Jahre 1747 entdeckt. Erst viel später wurden dann die ersten Zuckerfabriken eröffnet. Auch in Uelzen. Sie ist eine der ältesten und auch eine der größten Zuckerfabriken in Europa. Georg Sander hat sich viel mit der Historie der Zuckerproduktion beschäftigt. Zucker war ein kostbares Gut und man sprach in dieser Zeit sogar vom weißen Gold. Es war eigentlich eher Medizin zu Beginn der Entwicklung oder der industriellen Produktion von Zucker. Nachher hat man mehr und mehr, ist es zum normalen Lebensmittel geworden, aber es war immer noch relativ kostbar. In den 20er Jahren begann dann auch die Werbung, zunächst mit Postkarten. Wer seine Kraft durch Zucker stärkt, beim Paddeln die Ermüdung merkt. Der Kaffee, den man gern genießt, nährt nur, wenn Zucker ihn gesüßt. Der Futterzucker gibt viel Kraft, das Pflügen man dann spielend schafft. Die erste Zuckerfabrik im Norden Deutschlands war 1838 in Kleinwandsleben bei Magdeburg entstanden. Die Fabrik in Uelzen wurde 1883 eröffnet. Die ersten schlauen Landwirte entdeckten, dass man mit Zucker gutes Geld verdienen konnte. Wenn ich das mal auf Uelzen fokussiere, hier gab es Bauern, die sehr vorausschauend gedacht haben und gehört hatten aus den anderen Regionen, dass es Sinn macht, Zucker zu produzieren. Sie haben sich getroffen, sie haben gesagt, okay, wir bauen jetzt hier eine Zuckerfabrik, wir brauchen nur Geld. Sie haben die Banker genommen, die Kaufleute und eben auch ihren Betrieb dort mit reingebracht und haben gesagt, okay, wir schaffen das und wir werden uns hier eine Fabrik aufbauen und so werden wir hier die Region stärken. Mit einer Zuckerfabrik. Bis heute gehört die Fabrik den Bauern. Organisiert sind sie in einer Aktiengesellschaft. Noch in den 50er Jahren arbeiteten mehr als 1000 Menschen hier. Heute sind es noch rund 300. Zucker wird zunehmend kritisiert. Die Nordzucker AG reagiert mit Aufklärung. Wie hier in Uelzen gibt es jetzt vermehrt Werksführungen. Heute sind Schüler des Berufsgymnasiums Norderstedt zu Gast. Auf der anderen Straßenseite sehen Sie einen Verladeturm. Das ist der Verladeturm für die Futtermittel, für die Pellets, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Geführt wird die Gruppe von Birgit Rothe. Gerade jetzt zur Rübenkampagne werden die Dimensionen mehr als deutlich. Das ist eine Fläche von knapp 4 Hektar, auf denen die Rüben hier gelagert werden. So Speicherkapazität, so 50.000 Tonnen Rüben, die hier gelagert werden können. Also eine Seite der Rüben, wenn Sie hier so mal nach rechts schauen, da sieht man das sehr schön. In der Mitte ist ein Kanal da vom Radlader gesehen. Und beide Seiten sind ja relativ weit gefüllt von da hinten. Das ist so ein Tag Verarbeitung ungefähr. Die Fabrik braucht Nachschub. Und diese Maschine sorgt dafür, dass die Rübentransporte nie abreißen. Es ist die sogenannte Rübenmaus. Im Kreis Uelzen sind davon 4 Stück im Einsatz. Tobias Kubin kann 250 Tonnen pro Stunde am Feldrand aufnehmen und auf die Lastwagen verladen. 4 bis 5 Minuten braucht er für einen LKW. Ist diese Miete von Johannes Grünhagen komplett abgearbeitet, wird die Maus zum nächsten Rübenacker geschickt. Das alles wird vom Maschinenring Uelzen organisiert. 1000 Landwirte sind darin organisiert. Sie teilen sich den Einsatz der teuren Maschinen. Während des Verladevorgangs reinigen wir die Rüben in dem Sinne, dass ein Großteil des Krautes, was der Rübenroder mit rausgeladen hat, raussortieren, separieren, damit die Rüben so sauber wie möglich zur Fabrik kommen. Auch Steine und Blattreste werden hier schon automatisch aussortiert. Dieses System gibt es jetzt seit etwa 20 Jahren. Die Mäuse sind mit der Fabrik vernetzt. So ist immer klar, wann die nächsten Rüben kommen werden.
Den Einsatz der Maschinen koordiniert Hartmut König. Das ist historisch gewachsen. Wir haben in dieser Form Rüben zu organisieren erst 2000 angefangen im Kreis Uelzen und sind sukzessive immer größer geworden. Wir hatten mal vielleicht 15% der Rübenanbauer in dieser Organisationsform und heute 100%. Und so hat man sich daran getastet und es ist, denke ich, auch immer ein bisschen besser geworden. Früher hat jeder Bauer seine Rüben selbst zur Fabrik gebracht. Zunächst noch mit Pferd und Wagen, später dann mit Trecker und Anhänger. Die Uhrzeit am Liefertag konnte sich jeder selbst aussuchen. So kam es dazu, dass der Verkehr auf den Straßen rund um Uelzen regelrecht zusammenbrach. Auf einem dieser Anhänger saß als Kind Johannes Grünhagen und verscheuchte jugendliche Rübenräuber. Die hatten sich dann spezielle Stöcker gemacht mit vorne Nägeln drin und holten dann mit den Pieksern die Rüben vom Wagen runter. Und damit, wie gesagt, der Wagen nicht halb leer war, wenn wir zur Fabrik kamen, musste einer auf dem Wagen sitzen und ein bisschen aufpassen. Gerade nach dem Krieg hatten die Menschen wenig zu essen. Aus den Rüben kochten sie sich einen süßen Sirup, meistens in großen Waschtrögen, befeuert mit Torf oder Holz. Aus den Schnitzeln wurde der Saft gepresst, der dann so lange kochen musste, bis er dickflüssig und sämig war. Viele Ältere erinnern sich noch gut daran. Sie nannten den zuckersüßen Sirup Stips. Und dadurch, dass wir eine große Familie waren, waren dann auch genügend Menschen da, die sich da auch nachts abwechselten, diesen Stips zu rühren. Und wir Kinder hatten, Bonbons gab es nicht, wir hatten dann, was ich oben am Rand absetzte, das kriegten wir dann zum Lutschen. Das waren damals unsere Bonbons. Irmgard Hennig aus Springe isst den süßen Brotaufstrich noch heute gerne zum Frühstück. Dieser hier wird in einem kleinen Familienbetrieb in Wunsdorf bei Hannover hergestellt. Für Irmgard Hennig ist der Stips immer wieder eine Erinnerung daran, wie entbehrungsreich die Nachkriegszeit war. Zucker war damals noch selten und teuer. Ich bin morgens vor der Schule losgezogen, entweder mit dem großen Spankorb oder mit dem Bollerwagen und habe die einschlägigen Straßen mit den dazugehörigen Kurven Richtung Weetzen abgepasst und habe darauf gelauert, dass die Landwirte und die Fahrer Rüben verloren hatten. Die habe ich aufgesammelt und habe sie mit nach Hause genommen. Und das war manchmal üppig, manchmal nicht so üppig, aber es war für mich auch als Kind so eine kleine Tätigkeit, ein bisschen dazu beizutragen, dass unsere Familie satt wurde. In den 50er Jahren sah man dann überall in Niedersachsen den Rauch der Zuckerfabriken. Es war die Blütezeit des Zuckers. Den Menschen konnte es gar nicht süß genug sein. Koch selber ein. Es schmeckt so gut. Frische Erdbeeren und Uelzener Gelierzucker. Er zuckert und geliert zugleich. Das ist praktisch und geht schnell. Selbstgemacht. Köstlich duftende Erdbeermarmelade. Das schmeckt. Nimm Uelzener Gelierzucker. Koch praktisch ein. Also nach dem Krieg war es dann so, dass die Werbung einsetzte, das Fernsehen kam nach und nach und es wurde geworben um den Zucker, um den Kuchen, um das gemeinsame Miteinander in den Familien und das hatte eben auch Auswirkungen auf den Verbrauch von Zucker. Auf dem Acker von Johannes Grünhagen ist die Miete fast abgetragen, die Lastwagen fahren nun zur Fabrik. Einige der Lkw-Fahrer sind schon seit vielen Jahren dabei, so wie Frank Rebschläger. Auch ihre Lastwagen sind digital vernetzt. Auf einem Tablet im Führerhaus sehen sie nicht nur, wie viele Tonnen sie geladen haben, auch die Fabrik weiß genau, wann der nächste Lastwagen mit wessen Ladung kommt. Und ein integriertes Navi führt sie später dann zum nächsten Acker. Früher hatten wir, wo ich gefahren bin, damals gab es nur die großen Zettel. Da stand der Ort drauf und ein Anfahrtsweg, also die A4-Zettel mit Ort und Anfahrtsweg. Und dann bist du nur nach deiner Karte gefahren und nach dem Blatt. Also da musstest du mehr suchen damals.
Jetzt hast du ja deine Tante, die das sagt, wo du hin musst. Die Lastwagen haben in Uelzen sogar eine eigene Ampel, bundesweit einmalig. Freie Fahrt auf das Fabrikgelände. Hier wird die Ladung gewogen und eine Probe entnommen. Sie ist entscheidend für die Bauern, denn danach wird der Preis für ihre Rüben bestimmt. Hier im Labor sortieren diese Männer per Hand die Steine aus. Aus den Rüben wird dann ein Brei, der analysiert wird. Hier wird vor allem der Zuckergehalt bestimmt. Nach einem sonnigen Sommer liegt er in Uelzen bei knapp 20%. Laborleiterin Gisela Urban macht in diesem Jahr schon ihre 38. Kampagne. Wenn es um die Zuckergehalte geht, wir haben in den ersten Kampagnen so Tagesdurchschnittswerte von 13-14% gehabt. Das ist jetzt nur noch der Fall, wenn es wirklich irgendwie kranke Rüben sind. So, jetzt geht das los mit 15-16, dieses Jahr natürlich mit noch höheren Werten. Also Tagesdurchschnittswerte von 13-14%. Im Jahre 1965 war das aber noch so. Und die Anlieferung der Rüben sah auch anders aus, wie hier in der Zuckerfabrik in Schöppenstedt. Pausenlos fahren die Rübenfahrzeuge durch das Fabriktor und gelangen zur Waage. Jeder Wagen wird vor und nach der Entladung gewogen. Die Gewichtsdifferenz bildet die Ladung. Natürlich ist eine genaue Buchführung notwendig, damit keine Verwechslungen vorkommen. Alle Wiegeergebnisse werden schließlich in die Rübenbuchhaltung zur Auswertung übermittelt. Der Fahrer erhält eine Blechmarke mit einer Kontrollnummer, die mit einer Rübenprobe ins Labor kommt. Die gewaschenen Rüben werden in einer Rübenfräse zu Brei gerieben, aus dem dann die Zuckerprozente festgestellt werden. Das Analyseverfahren ist heute moderner. Aber eines ist gleich geblieben. Je mehr Zuckeranteil eine Rübe hat, desto mehr Geld bekommt der Bauer für seine Ladung. Alle Ergebnisse gelangen von hier aus direkt in die Rübenbuchhaltung. Heute kommen die Lastwagen während der Kampagne im Minutentakt. Sie bringen die Rüben von 2000 Bauern zur Zuckerfabrik nach Uelzen aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 2,3 Millionen Tonnen Rüben jedes Jahr. Zu Zeiten von Johannes Grünhagen wäre diese Dimension unvorstellbar gewesen. Heute ist die Anfuhr über Anfuhrgemeinschaften organisiert. Früher war es so, dass die Landwirte mit ihren Treckern, Schleppern, mit Pferdefuhrwerken selber die Rüben angeliefert haben. Da hat es natürlich hier und da schon mal Chaos gegeben. Die Fabrik musste sich schon etwas Besonderes einfallen lassen, um die Rüben schnell abladen zu können. Anhänger waren damals in der Regel noch nicht mit einer Kippvorrichtung ausgerüstet, also hydraulische Kippung. Und deswegen hat man auf der Fabrik halt grundsätzlich den ganzen Zug auf die Seite gekippt und entleert. Damals hatte die Zuckerfabrik Uelzen noch einen eigenen Gleisanschluss. Auf der Dampflokomotive war Hans-Jürgen Lux als Heizer tätig. Der Lokführer, der hat sich ja nur um das Fahren gekümmert und hat dann geschimpft, wenn das mal nicht schnell genug ging, nicht? Und dann, wenn der Dampf ein bisschen nachgelassen hat. Naja, dann musste er ein paar Kohlen nachschmeißen. Ne? Aber irgendwie haben wir das dann schon hingekriegt. Im Gegensatz zu heute wurden die Rüben früher noch von den Waggons und Anhängern heruntergespült. Auch in der Zuckerfabrik Schöppenstedt. Hier lief das 1965 schon automatisch. Die vollelektrischen Betätigungen der Spritzdüsen und Armaturen ermöglichen es einer Frau, in etwa 5 Minuten 2 Rübenwagen zur gleichen Zeit abzuspritzen.
So wie hier in Schöppenstedt wurde es lange auch noch in Uelzen gemacht. Heute gelangen alle Rüben vorgereinigt in die Fabrik. Erde und Rübenblattreste bleiben auf dem Feld. In der Fabrik werden die Rüben über Förderbänder ins sogenannte Waschhaus transportiert. Und dort in einer überdimensionalen Waschmaschine aus Stahl gewaschen. Das Wasser stammt übrigens aus der Rübe selbst, denn bei der späteren Zuckerproduktion wird ihr das Wasser entzogen und dann dieser Waschmaschine zugeführt. Die Rüben reiben aneinander und der Prozess des Durchströms der Rübe hier soll möglichst langsam sein. Sie werden durch verschiedene Fänge aufgefangen und durch das Reiben und mit dem Wasser werden die Rüben sauber. Nach dem Waschen schwimmen die Rüben durch Wasserkanäle und weitere Trommeln. Durch spezielle Fangarme werden hier die restlichen Blattreste entfernt. In der nächsten Trommel die Steine. Knapp 5000 Tonnen davon werden jedes Jahr mit den Rüben angeliefert und hier aussortiert. Es wird wiederverwertet. Die Steine werden gebrochen und anschließend im Wegebau wieder eingebaut. Die Rübe ist für uns zu 100% wertvoll. Alles, was mitkommt, verwerten wir in irgendeiner Form. Auch für die aussortierten Blattreste gibt es eine Verwendung. Sie werden von den Landwirten als Futtermittel für Kühe genutzt. Vom Waschhaus gelangen die sauberen Rüben nun über Förderbänder ins Zuckerhaus. Hier werden sie geschnitten und zu Schnitzeln verarbeitet. Verantwortlich ist Produktionsleiter Lothar Steinmann. In diesen Türmen wird der Zucker aus den Schnitzeln herausgelöst bei über 70 Grad Wassertemperatur. Ich arbeite seit 30 Jahren hier in der Zuckerfabrik Uelzen. Aber ich habe ganz früher gelernt in einer Zuckerfabrik Nordheim, das ist in Südniedersachsen. Dort hat mein Großvater schon gearbeitet, mein Urgroßvater. Und das war denn so, dass denn an den 100 Jahren Familientraditionen nicht viel fehlt. Früher war das Zuckermachen in der Fabrik noch harte Knochenarbeit. Und es war heiß. Temperaturen über 40 Grad, keine Seltenheit. Die Bürger in Uelzen schimpften damals nicht selten über den Geruch, der zur Kampagne über der ganzen Stadt lag. Also eine Zuckerfabrik ist nicht dreckig und die stinkt auch nicht. Viele meiner Mitmenschen nennen, die Zuckerfabrik ist wieder in Gange. Der stinkt. Ich sage, Leute, hört auf, das riecht angenehm, wenn ihr da arbeitet, nicht? Und Jahre links das gemacht hat, das und alles andere, das Laute und so weiter, da gewöhnt man sich dran. Die Hygienevorschriften waren nicht so streng wie heute. Jeder konnte sich noch so anziehen, wie es für ihn am erträglichsten war. Es waren 12 bis 18 Stunden Schichten. Es war Schichtwechsel dazu. Auch wenn es nur kurze Kampagnen waren, es waren harte Kampagnen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, meine Großmutter, die brachte meinen Großvater eingewickelt im Pott, gab es am Mittag das Mittagessen, wo ich dann auch mitgehen durfte. Das sind so meine ersten Erinnerungen an Zuckerfabriken. Das heißt, es fand viel am Arbeitsplatz statt, das Essen. Es wurde sehr viel Zeit da auch verbracht und gearbeitet. In einer großen, sich langsam drehenden Trommel werden die Schnitzel in einem Heißluftstrom von 350 bis 700 Grad Celsius getrocknet. Um den gewünschten Trockengrad zu erhalten, muss das Feuer im Heißluftofen ständig überwacht werden. Aus den Schnitzeln wird zunächst ein Saft gewonnen, der dann mit Hilfe von Kalk gefiltert wird. Zum Schluss kommt er zur Feinfiltration in die Beutelfilter. Ähnlich wie beim Marmeladekochen wird der Saft auf einen bestimmten Wert eingedickt. Wenn der Saft einen Zuckeranteil von etwa 60% hat, ist es bis zum richtigen Zucker nicht mehr weit.
Die ersten Kristalle haben sich gebildet. Was heute am Computer im Leitstand kontrolliert wird, war früher direkt vor Ort in einer Art Bullauge sichtbar. Hier können wir sie in einer Projektionseinrichtung, einem Sukroskop, sogar stark vergrößert sehen. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis aus dem dickflüssigen Sirup der weiße Zucker gewonnen werden kann. In den Zentrifugen trennt man mit Hilfe der Zentrifugalkraft die Füllmasse in Zuckerkristalle und Sirup. Doch sehen Sie selbst, unter langsamem Drehen wird die Zentrifuge gefüllt. Vorgänge, die heute in kompakten Edelstahlbehältern stattfinden, waren früher für jeden frei zugänglich. Mit einem Holzspaten wurde am Ende der Zucker gelöst. Das Zuckermachen ist heute eine klinisch saubere Sache in einem geschlossenen System. Nicht einfach für Birgit Rothe, ihrer Besuchergruppe zu vermitteln, wie Zucker entsteht. Und hier wachsen dann die Kristalle zur richtigen Größe heran. 3 bis 4 Stunden ungefähr dauert die Herstellung von der Grundsorte. Kommen Sie mal mit zur Raffinade. Und dann geht es auf die Zentrifugenstation. Wenn Sie mal nach unten schauen, die kleinen Geräte dort unten, das sind unsere Zentrifugen. Zentrifugen arbeiten nach dem Prinzip der Wäscheschleuder. Das Kristallsirup wird eingefüllt, bei hohen Drehzahlen wird der Sirup abgeschleudert. Dann haben wir die Kristalle auf den Sieben, die dort verbleiben. Die werden auch ganz leicht mit Wasserdampf nachgesprüht, damit der letzte anhaftende Sirup dann auch weggeht. Und dann wird der Zucker aus der Zentrifuge ausgerollt. Im vergangenen Jahr kamen 3000 Besucher zu den Werksführungen in die Zuckerfabrik. Birgit Rothe betreut neben diesen Führungen seit 16 Jahren auch das Archiv der Nordzucker AG. Unzählige Fotos, Filme und Unterlagen sind noch vorhanden, die der Nachwelt die Geschichte des Zuckers näher bringen können. 1948 gab es noch sehr viele Fabriken, da gibt es auch noch Übersichtskarten, sage ich mal. Und dann gab es durch Fusionen, durch Zusammenschlüsse von Fabriken, technischen Fortschritt, eben auch Schließungen. Man hat das dann auf kleinere oder auf weniger Fabriken reduziert, die Menge eben aufnehmen konnten. Immer mehr Fabriken wurden abgerissen, wie hier 1998 in Lehrte. Und auch in Schleswig fiel 2006 der Schornstein nach Jahrzehnten der Zuckerproduktion. Viele Fabriken standen auch jahrelang leer, wie hier in Weetzen bei Hannover. 33 Jahre nach der Schließung finden hier derzeit die Abbrucharbeiten statt. Zucker ist mehr und mehr zum Massenprodukt und zum Standardnahrungsmittel geworden und damit eben auch günstiger geworden, auch für den Verbraucher. Und das hieß für die Industrie, für die Zuckerindustrie, für die Landwirte, dass man effizienter werden musste, wirtschaftlicher werden musste. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass man dass Fabrikschließungen dann notwendig wurden und hier größere Fabriken in die Region gekommen sind. Ja. 5 Zuckerfabriken gibt es noch im Norden. Neben Uelzen in Kleinwandsleben, in Schladen, Nordstemmen und in Klauen. Und hier in Klauen ist vieles noch wie früher. Mehr als 30% der Rüben werden noch mit Traktoren transportiert. Die Landwirte haben sich hier zu Liefergemeinschaften zusammengeschlossen. Dadurch, dass eben wir hier ein relativ kompaktes Gebiet haben, wo Zuckerrüben angebaut werden, sind die Transportwege zur Klauner Zuckerfabrik relativ gering. Hier bei uns, bei der sogenannten Innenmaus, sind es im Durchschnitt 8 Kilometer Transportentfernung. Die Rübenfelder der Landwirte liegen rund um die Fabrik. Eine direkte Wohnbebauung gibt es hier im Umfeld nicht. Ein Grund dafür, dass diese Zuckerfabrik überleben konnte. Die meisten Bauern haben sich gemeinsam Roder und Mäuse gekauft und beliefern die Fabrik noch höchstpersönlich mit eigenen Traktoren.
Hier in Klauen wird ausschließlich Zucker für Industriekunden hergestellt. In Uelzen dagegen wird auch Zucker für den Endverbraucher produziert und abgepackt. Als Kiloware, Würfel, Puder oder Gelierzucker. Fast 30.000 Kilopackungen laufen hier pro Stunde vom Band. Tendenz gleichbleibend. Der Zuckerverbrauch der Deutschen liegt seit vielen Jahren konstant bei etwa 20 Kilo bei Männern und 18 Kilo bei Frauen. Produktionsleiter ist Manuel Skajskerski. Seine 100 Mitarbeiter arbeiten in 3 Schichten. Auch seitdem ich hier dabei bin, seit über 20 Jahren, hat sich doch einiges getan. Die Produktion an sich, also wie produziert man Zucker, wie wird er abgefüllt, die hat sich nicht geändert. Aber die ganzen Bedingungen außenrum, die Hygiene, die Dokumentation, die wir damit führen, wie strukturiert wir arbeiten, das alles hat mit der Produktion von vor 50 Jahren oder vorher überhaupt nichts mehr gemeint. Noch in den 50er Jahren wurde jede Tüte Zucker einzeln in die Hand genommen und gefüllt. Hier in Uelzen waren zu der Zeit noch mehr als 500 Mitarbeiter allein mit der Verpackung beschäftigt. Zucker war jetzt in jedem Haushalt vorhanden. Die Menschen liebten ihren Zucker. Die Verkaufszahlen erreichten Rekordhöhen. Bei Uelzener ZZ-Zucker hat ein Kilo wirklich 1000 Gramm. Denn was man verspricht, muss man auch halten. Achten Sie deshalb auf die Packung mit der Eule. Das ist ZZ-Zucker aus Uelzen. Diese Jubeljahre sind längst passé. Die Zuckerwirtschaft steckt mitten im Umbruch. 2017 wurde die Zuckermarktordnung der EU gekippt. Jetzt darf jeder so viel Zucker produzieren, wie er möchte. Die Folge? Es gibt weltweit zu viel Zucker. Die Preise fallen. Vor allem bei trockenen Sommern macht die Zuckerindustrie große Verluste. Hinzu kommt die vermehrte Diskussion um mögliche Gesundheitsgefahren durch Zuckerkonsum. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Rotwein. Ne? Wenn ich jeden Tag 2 Flaschen Rotwein trinke, das tut mir nicht gut. Wenn ich am Wochenende mit meiner Frau zusammen mal vorm Kamin sitze und ein Glas trinke, dann schadet mir das nicht. Und ähnlich sehe ich es mit dem Zucker an sich. In Maßen ist das überhaupt kein Problem. Ja, gehört zu einer gesunden Ernährung oder zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Aber man muss einfach gucken, wie viel man zu sich nimmt. Und das kann jeder für sich auch tun. In England gibt es bereits eine Zuckersteuer. Und auch in Deutschland gibt es konkrete Pläne der Bundesregierung, wie der Zuckerverbrauch eingeschränkt werden kann. Denn zu viel Zucker kann zu Übergewicht, zu Bluthochdruck oder auch zu Diabetes führen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt maximal 6 Teelöffel Zucker am Tag. Die Deutschen aber essen durchschnittlich 16. Wir werden auf Zucker in der Ernährung nicht verzichten. Allerdings werden wir vielleicht noch ein bisschen bewusster diesen Zucker zu uns nehmen. Stichwort Energiebilanzen. Das ja, aber Zucker wird als natürliches Produkt unsere Nahrung immer wieder ergänzen. Und so verlassen jeden Tag bis zu 50 Lastwagen die Zuckerfabrik in Uelzen, solange bis die Silos wieder leer sind und die nächste Rübenkampagne im Herbst beginnt. Auf Roadtrip mit Olli Schulz, quer durch Deutschland. Neue Perspektiven auf unsere Gesellschaft. Wenn ich draußen auf einer Bühne stehe, will ich die Leute mitnehmen. Ich würde in 10 Jahren gerne sagen, ich bin jetzt angekommen. Hast du viele Leute also hier sterben sehen? Oder? Auch viele, die ich selber kannte. Allein letztes Jahr sind 4 Leute gestorben, die ich kannte. Und da denkt man dann schon, oh mein Gott. Eine emotionale Reise. Sound of Germany. Jetzt anschauen. Exklusiv in der ARD-Mediathek.